Hallo zusammen, ich bin der Alessandro, arbeite bei EWZ in Sils als Polymechaniker und heute zeige ich euch, wie ich arbeite. Eine meiner Hauptaufgaben ist zu fräsen. Da wir auf tausendstel Millimeter arbeiten, ist eine genaue Vorbereitung wichtig und natürlich auch am Schluss zu überprüfen. Als Polymechaniker muss man ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, gut in Mathe sein und gerne mit den Händen arbeiten. Hier sieht man unsere Drehbank. Mit dieser Maschine kann ich Arbeiten erledigen, die wir im Polymechaniker-Alltag immer wieder antreffen. Speziell bei EWZ bei uns in Sils ist, dass wir von kleinen bis ganz grossen Teilen alles bearbeiten. Und zudem kann es auch mal gut sein, dass wir in einer Staumauer arbeiten. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag als Polymechaniker bei EWZ gewesen. Falls Interesse da ist, bewerben doch euch heute noch bei EWZ. Ciao zusammen!